Meine Damen und Herren, ich weiß, das soll ich nicht sagen, ich dazu trotzdem. Meine Damen und Herren, ich wurde zu oft jetzt in der Schule angesprochen und wurde zu oft gefragt, wie kommt man auf deinen Discord-Server? Ich habe noch nichts vorbereitet. Ihr seht, ich lade ein Video hoch. Ihr seht, ich öffne. Ach ne, seht ihr noch gar nicht. Das seht ihr gleich. Moment, ich muss immer auf Discord. Ich da rausklinken. Nicht Livestreaming, Videomanager. Ja, jetzt in 3, 2, 1, jetzt seht ihr, was ich hier meine. Ja, wundert euch nicht, was für ein Mauszeichen ich habe. Das, keine Ahnung, was es ist. Ich werde es auch nicht oder löschen. Sag fertig. Ich weiß nicht mal, wann der letzte Stream war. Um euch das zu zeigen, muss ich einen Stream haben. Abstimmung, Bildervorstellung, bla bla bla. Mein Discord-Server. Dönerstag-Streamchen. Unter die... Es tut mir leid, es tut mir leid. Nicht mehr? Warum steht das nicht mehr? Nein, na böse, böse, böse. Wie kommt ihr auf meinen Server? Ich werde unter dieses Video einen Link packen. Der sieht so aus. Pack ich mal hier hin. Im OneNote. Ich bin ganz blau! Ich bin Schlumpf! Oh, oh, oh. Nein. Ja, komm, öffne dich. Öffne dich! Guck dir einfach mal hier rein, einfügen, fertig. Zack. Ja, damit ich es nicht vergesse, weißt du. Wie kommt auf dem Server? Und was müsst ihr tun? Ihr müsst unter diesem Video wird ein Link erscheinen. Der wie folgt aussieht, habt ihr gerade schon gesehen. Ende mit der Scheier, ja, ja, ja. Habt ihr eigentlich verpasst, wenn ihr das nicht gesehen habt. Genau. Und dann kommt er als erstes auf Willkommen bei mir. Viele wissen nicht, wie man das macht. Ich zeige es euch. Ihr müsst Discord eingeben. Egal wo auf dem Handy. Discord. Einfach nur Discord. Dankeschön. Discord. Nur laden. Oh, geht mir das gerade auf die Nerven. Discord. Da. Dann geht auf den ersten Link. Lass Skype und Teamspeak links liegen. Ich mach's mal so. Und dann steht hier einmal, man muss sich das noch irgendwas runterladen. Ich glaube, auf dem Handy muss man sich das runterladen, auf dem Laptop-PC nicht. Hier steht ein kostenloser, sicherer und umfangreicher Sprach- und Text-Chat für Gamer, für deinen Computer und dein Smartphone.
Ärgere dich nicht länger mit Skype rum und spar dir das Geld für den Teamspeak-Server. Das Leben kann so einfach sein, das stimmt. Dann steht ihr einmal für Windows herunterladen, in meinem Fall Windows, ne? Und Discord öffnen. Wenn man auf Discord öffnen geht, kommt man dahin, wo ich jetzt auch hinkomme. Genau hierhin. Natürlich, ihr müsst euch natürlich noch anmelden, ist natürlich klar. Aber dann, danach könnt ihr dann hier unten erstellen oder beitreten. In diesem Fall drückt ihr beitreten und gibt diesen Link ein. Ich weiß nicht, ob der jetzt gespeichert ist. Und dann beitreten. Ich bin Admin, ich bin Serverbesitzer, ich kann da nicht beitreten. Es tut mir leid. Das sieht dann so aus. Na, also bei mir strg minus 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 plus plus minus minus. So, so sieht das in etwas größer. Und genau. Ihr habt dann nur ne? Ihr seid dann hier als allererstes. Dann diese Sachen seht ihr, ja, aber da wird bitte nichts reingeschrieben, Dankeschön, sonst muss ich euch sofort. Genau. Ne? Hier sind die Regeln. Und hier Community. Okay, hier könnt ihr dann alle schreiben, einfach, ne, so, guten Tag oder Hallo oder dies oder das und dann jenes. Eigentlich dürfte, ich mach mal jetzt zu da. Eigentlich dürfte ich hier das Video entfernen. Es gibt natürlich noch ein, zwei Probleme, natürlich. So sieht's für mich als Admin aus auf Mi 6. Für euch noch etwas anders. Okay, vielleicht braucht er so ein bisschen. Na, für euch sind da hier unten so ein paar weniger Channel als für mich. Ich kann euch auch nicht zeigen, weil ich Server-Admin bin, daher passt das. Ne? Tut mir leid. Genau. Und ihr braucht nicht viel machen. Ihr braucht euch Discord entweder herunterladen oder öffnen. Dann den Link einfügen. Ne? Also hier unten auf auf dieses Plus und dann beitreten. Bei Beitreten diesen Link angeben. Und dann seid ihr drauf. Dann seid ihr hier, steht ihr bei Willkommen. Und fertig. Dann werdet ihr hier unten als Bewohner angezeigt. Und ihr könnt leveln, ihr könnt allen möglichen Böse machen. Ihr könnt echt, also das ist gut, ihr seht ihr, nee. Das war ein kleiner Test. Hier seht ihr, ne, gut, viel Spaß, bisschen Spaß und alles Mögliche. Also, ihr habt bestimmt hier Spaß. Hier wird auch niemand gemobbt oder sonst was wegen seinem Namen. Gut, wenn man, ich nehm jetzt einfach mal PenisLP heißt, dann kann entweder, weiß ich diesen Spieler, also die, was heißt Spieler, dann weiß ich diesen, dieses Server-Mitglied freundlich darauf hin, dass er doch bitte seinen Namen ändern möchte, möchte in einen freundlichen Namen und wenn er es nicht macht, kann ich sagen,
Mit Rechtsklick, ich nehme einfach mal ihn oder mich. Nee, kann ich hier. Nee. Hier, guck mal. Nickname ändern. Dann gehe ich da drauf. Und dann kann ich den ändern auf diesem Server, weil manche gehen gar nicht. Das musste ich noch nicht machen. Liebe Grüße an die nette Katze, PvP-Katze, die spielt gerade Minecraft. Und, mal gucken, sieht man das überhaupt alles? Ja. Spielt gerade Minecraft. Ihr könnt auch euren eigenen Emoji hier einfügen lassen. Von mir. Aber das nur, wenn ihr mindestens 48 Stunden auf dem Server seid. Und ja, ihr könnt dann auch unter Modis sein. Sprich, wenn ihr bis zu einem bestimmten Datum keine Vorfallnisse habt, könnt ihr dann auch Mod werden. Modis in diesem Fall. Und ihr könnt die Musik hören, ihr könnt mit mir labern, ihr könnt allen Blödsinn machen. Ihr könnt so ein bisschen sagen, yo, lass uns mal was zusammen spielen. Oder wenn ihr mit mir reden wollt, weil euch etwas an meinem Kanal nicht gefällt oder sonst was, dann können wir das auch gerne machen. Aber, ich muss halt einen Ansatz haben. Ich kann nicht sagen, ja, ich mache jetzt alles auf YouTube und sowas. Ich wurde auch gefragt, warum mache ich das alles auf Discord? Auf Discord mache ich das, weil ich auf YouTube wirklich nur noch die Gaming-Videos haben möchte. Die Gaming-Videos und ein, zwei andere Videos. Wie Hey Cortana. Die ist jetzt ausgeschaltet, darum spricht sie nicht mit mir. Oder andere Sachen, das ist ganz normal für mich. Man kann auch irgendwann Admin-Helfer sein. Das geht auch. Oder man bleibt Bewohner oder wird zum DJ oder wird zum Server-Clown. Das geht auch. Es geht alles mögliche. Es ist auf Discord kaum Grenzen gesetzt. Kaum bis gar keine. Ihr könnt mir Bilder malen. Ihr könnt... Was kann man hier nicht? Und ihr könnt mir immer noch Verbesserungsvorschläge für den Server geben. Also, schaut auf jeden Fall vorbei. Ihr könnt ja immer noch gehen. Wenn ihr sagt, okay, mir gefällt das nicht, dann könnt ihr immer noch gehen. Dann beschwert euch aber nicht, wenn ich dann sage, dass man trotzdem nicht die, wenn man kommt, nur um eine Verlosung teilzunehmen und wieder geht nach einer Verlosung, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn ich euch sofort kicke, so dass ihr die Verlosung nicht mitbekommt oder dass ich euch banne, weil sowas möchte ich nicht. Ich möchte schon, dass man auf dem Server bleibt. Man kann sich das ja auch erstmal angucken. Man kann mit mir sprechen, okay, hier so und so und so und so. Ich möchte mal sehen, wie das hier so abläuft. Hier wird auch nicht immer was geschrieben. Wie ihr seht, Freitag, gestern, heute erst um 20 Uhr, 19 Uhr. Also es wird hier nicht rund um die Uhr irgendwas geschrieben. Ihr könnt auch die ganzen Channel auf, also Kanäle heißt das hier, auf stumm schalten, so dass ihr sagt, okay, ich möchte das nicht mitkriegen. Oder wenn ihr hier unten drauf geht, auf euer Bild, dann könnt ihr online abwesend, bitte nicht stören und unsichtbar machen. Bitte nicht stören, heißt, du wirst keine Desktop-Benachrichtigung erhalten. Sprich, ihr werdet auf dem Handy nicht ständig vollgespammt. Habe ich da gerade eine Nachricht? Wie E-Mails zum Beispiel, ne? Wie E-Mails zum Beispiel gerade. Ne, 43 E-Mails. Das leuchtet bei mir die ganze Zeit hier oben in der. In der Ecke hier oben leuchtet es die ganze Zeit bei mir. Und ich kriege immer Paranoia. Wenn ich das sehe, okay, ich muss gucken. Es ist wirklich keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt auch sagen, okay, hier, guck mal, ich bin auch Toms Fan, ich gucke Toms Video, aber ich habe noch nicht gesehen, dass er, Tom Schaffel ist das übrigens, dass er einen Discord-Server hat. Wie kommt man denn da drauf? Oder kannst du mir den Einladungslink schicken oder was auch immer? Natürlich werde ich
vielleicht ist es stutzig und vielleicht euch nicht schicken. Manchmal aber doch, manchmal wieder nicht. Ihr könnt euch auch mit den anderen Teammitgliedern, was heißt Teammitgliedern? Mitgliedern dieses Servers unterhalten, das geht auch. Dafür gibt es hier die ganzen Tische. Tisch 888, Tisch 888, Tisch 4, Tisch 3, Tisch 2, Tisch 1, Eingang und Neuling, der Neuling. Wenn ich da jemanden sehe drin, der Neuling, dann komme ich da natürlich auch zu, wenn ich Zeit habe. Ich habe natürlich nicht immer Zeit, mit irgendwem zu quatschen gerade. Das ist natürlich klar, weil ich habe, ich verdiene mein Geld, ich bin YouTuber, ich bin Schüler und ich bin auch ein normaler Mensch. Also ein Mensch, der ganz normal Eltern hat und alles Mögliche. Also das ist nicht so, dass ich immer Zeit habe. Natürlich könnt ihr eventuell auch was mit mir spielen, mal Minecraft. Zum Beispiel, ich sehe Minecraft habe ich auch. Aber nur die Spiele, die ich natürlich habe und die immer im Koop spielen kann. Ich werde auch nicht immer alles aufnehmen oder was. Ich, unten läuft der Fernseher noch. Okay. Ich werde auch mal für euch natürlich Zeit haben, wenn ihr irgendwelche Sorgen oder sonst was habt oder sagt, ich werde von dem und dem geärgert oder sonstiges, dann können wir das natürlich auch klären, das ist kein Problem. Ihr dürft natürlich nicht selber irgendwie hart beleidigt haben und total ausflippen, dass ihr jede Sekunde eine Nachricht, ey du Arschloch, du... Ich möchte keine weiteren Sachen nennen, ne? Ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Ich finde dieses Video schon lang genug. Na, ich würde sagen, ciao Leute, abonniert nicht vergessen, lasst ein Däumchen da, kommt doch bitte auf den Server, es wird euch, ihr werdet nicht hoffentlich nicht enttäuscht sein. Ciao, bis V. Bye, bye.